Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, die Arbeiten im Oktober im Garten gibt es natürlich wieder reichlich zu tun. Es gibt eigentlich immer was das ganze Jahr durchgehend zu tun, wie ihr jetzt gerade sehen konntet. Ja, nehme ich jetzt mehr oder weniger mal so eine Art Dauerhumus. Also das heißt, so meine Gartenreste oder Küchenabfälle werfe ich jetzt nicht auf den separaten Kompost, weil ich den noch dieses Jahr lernen möchte. Und ich tue halt für die Regel den Kompost immer ein Jahr liegen lassen. Und wenn ich da jetzt weiter Gartenreste oder auch, ja, auch Küchenreste dahin werfe, dann muss ich sie dann in 1 oder 2 Monaten muss ich sie dann wieder, ja, entfernen, oder dann habe ich dann beim Kompost 7 mehr Arbeit. Muss nicht unbedingt sein, deswegen mache ich das jetzt auch so, dass ich einfach meine Beete damit mulche. Warum nicht? Auch wenn da jetzt, keine Ahnung, Tomaten, Avocadosamen, Pflaumensamen und alles mit dabei ist, sollen sie ruhig rauskommen. Ist immer wieder schön, wenn dann so kleine Sprießlinge mit rauskommen. Für mich ist es nicht schlimm, gehört für mich auch zur Natur dazu und es freut mich auch immer wirklich sehr. Und das mache ich wirklich auch überall. Hochbeete, da auch Hochbeete habe ich jetzt angefangen, die Tomaten zum Beispiel zu entfernen bei manchen und auch einige wieder aufzufüllen, weil die Melonenzeit ist jetzt schon vorbei. Da durfte ich jetzt die letzten 2 ernten. Eine davon war die Moon and Stars und die waren im einen Hochbeet drin. Die ist richtig groß, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und wir haben jetzt Anfang Oktober ungefähr und ja, ich durfte von Juli, so Anfang, na Mitte Juli bis Oktober durfte ich Melonen ernten und das ist schon wirklich so fast 3 Monate durchgehend. Melonen ernten aus meinem Garten ist wirklich etwas Besonderes. Jedenfalls in den Hochbeeten habe ich dann noch Feldsalat ausgesät. Kann man jetzt auch machen. Und an anderen Stellen habe ich noch Potulak ausgesetzt. Habe ich jetzt hier. Potulak ist kein Product Placement oder ich werde auch nicht dafür bezahlt. Habe ich einfach mal bei mir in der Raiffeisen gekauft, weil ich den halt nicht hatte. Ist einfach Winterpotulak. Es ist so ähnlich wie Feldsalat. Frost. Ja, beständig. Also ja, so eine Art Wintersalat. Ist auch ein wunderbarer Bodenbedecker und aus so einer Art Gründüngung. Feldsalat und Potulak kann man dann wunderbar als Gründünger benutzen. Kann man den ganzen Winter durchernten. Und muss halt immer ein bisschen schauen, dass das Beikraut nicht zu stark wird. Dann ist es eigentlich, ja, sollte es funktionieren. Wo ich halt den Feldsalat ausgesät habe vom Gewächshaus, da kommt jetzt alles Mögliche raus. Ich glaube, Tomaten, Möhrensamen waren da auch mit drin, der tatarische Buchweizen, auch ganz normaler Salat, also weiß es nicht. Von dem her, bei mir kommt sowieso überall Salat raus. Also mein Vater hatte sich jetzt dazu entschieden, zwischen den Hügelbeeten umzugraben, weil das 5-Fingerkraut auf die Hügelbeete wuchert, das wächst halt dazwischen. Das mag er halt nicht so und hat dann angefangen umzugraben und da haben wir einfach mal Salat, der bei uns wild aufgegangen ist, wieder pikiert und dort reingesetzt. Warum nicht? Kann man ruhig machen. Finde ich immer sehr schön, wenn überall Salat aufgeht, auch hier bei uns in den Steinen zum Beispiel, also da oder beim Steingarten da geht auch überall Salat auf und jetzt sogar beim festen Rasen, wo wir nichts kultiviert haben, da geht auch jetzt schon Buchweizen auf und Phacelia. Ja, das ist Natur, finde ich wunderbar, dass hier, wenn die Samen überall rumfliegen, überall irgendwelche Sachen rauskommen. Und Phacelia, also auch eine Gründüngung, habe ich auch überall hier, ja, zum Boden aufbessern auch mit eingearbeitet. Und sonst hat auch mein Vater jetzt angefangen, die Buchsen zu entfernen, einfach aus dem Grund gemacht, weil der Zünsler einfach viel zu viel, das ist ihm nach 10 Jahren Aufbau, hat er die Buchsen zurückgeschnitten und jetzt ist es ihm einfach zu viel geworden, hat er sich jetzt, möchte er Mitte Oktober Liguster reinsetzen, ist halt auch schnell wachsend, kenne mich mit dem Gewächs, mit dem Baum auch nicht aus, wird dann eine große Hecke dann wahrscheinlich.
Und da hat er sich entschieden, das jetzt reinzumachen. Und da haben wir jetzt angefangen, die Buchsen mit einem Spaten zu entfernen und haben jetzt alles gehäckselt. Ist sogar ein bisschen Erde übrig geblieben. Und Wurzeln, das werden wir dann einfach auch wieder als Mulch für die Liguster nutzen und schauen, wo wir dann das andere Gehäckselte von dem Buchs mit reinsetzen. Ist eine Entscheidung von meinem Vater, möchte ich ihm nicht reinreden. Soll er ruhig machen, ich habe nichts dagegen, ich habe ihm einfach geholfen. Und dann bin ich mal gespannt, wie so die Liguster auch werden. Weiter an der Wildblumenwiese zum Beispiel habe ich jetzt angefangen zu mähen. Habe ich jetzt einfach aus dem Grund gemacht, weil vieles verblüht ist und ich möchte einfach, dass die Samen da an der Wildblumenwiese bleiben. Einige Sachen, wie zum Beispiel Kornblumen, sind stehen geblieben. Die habe ich stehen lassen, weil die noch, da fangen noch ein paar Blüten an zu blühen oder ein paar Pflanzen. Und die Kornblumen, da ist sogar eine weiße Kornblume dabei. Die stehen halt auch noch, dachte ich mir, warum sollte ich die jetzt wegsensen? Lasse ich sie einfach so stehen. Das ist halt, man kann eine Wildblumenwiese an verschiedenen Zeiten mähen, kommt halt immer darauf an, was ich damit bezwecken möchte. Ich möchte halt einfach nur, dass da die Samen sich aussehen. Ich werde dann alles zusammenrechen und dann zu den Trauben und zu den Pfirsichen auch da an der Stelle, auch da, wo die Kiwis wachsen, werde ich dann das Grün gut hinbringen, weil es ja auch natürlich so ist, dass ja, Wildblumenwiese sollten halt mager sein. Und da möchte ich einfach das Grün gut da rüberbringen und ja, einfach Mulch, Nährstoffe für die viel Trauben und alles Mögliche. Und da kann ich euch, lasse ich euch jetzt ein bisschen mit den Szenen alleine bei der Wildblumenwiese, wie ich da so ein bisschen rumsense und da auch meine ganz normalen Live-Eindrücke bekommt, wenn ich da so ein bisschen ja, für mich am Garteln bin. Und das easy aus der Hüfte. Noch mal eine rote. Rote. Falls sich jetzt einige fragen, woher ich jetzt so mehr schlecht oder recht, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, ich mache es halt einfach, woher ich das sensen kann. Und ich muss ganz klar sagen, das Sensen ist für mich jetzt, fand ich nach meiner Einschätzung nicht so anstrengend, habe halt viel aus der Hüfte gemacht und das ist jetzt auch meinem Tai Chi geschuldet. Also Also wer vielleicht Sensen lernen möchte, kann ja auch mal auch Tai Chi praktizieren, also aus so einer traditionellen Richtung und aus der Hüfte das rausmachen. Geht eigentlich ziemlich einfach, das runter zu sensen. Und die Sense, das ist nicht meine, die habe ich mir geliehen von der netten Bauernfamilie, die mir auch den Schrebergarten verpachtet haben. Da habe ich einfach nachgefragt, ob ich von denen die Sense haben kann. Kein Problem, haben sie gedengelt, haben sie geschliffen mit einem Wettstein. Und dann habe ich sie mir einfach ausgeliehen und so ein bisschen rumhantiert. Hat nicht mal eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und apropos Wetzstein, hier habe ich jetzt zum Beispiel ein kleines Geschenk bekommen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Wetzstein. Das war jetzt so auf meiner Bedarfsliste. Und da hat dieser Mensch mir auch zusätzlich noch so ein Windspiel hier von meiner Bedarfsliste mitbestellt. Ich weiß auch schon, wer es war. Also er hat mir auch seinen Namen verraten. Auch wieder Namensvetter.
Jedenfalls vielen Dank dafür, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich war ein bisschen verwundert, wo ich auf einmal ein Paket bekommen habe und dachte mir so, ich habe doch gar nichts bestellt und dann war das auf einmal drin. Also das hat mich wirklich sehr gefreut und an dieser Stelle, ja, herzliche Grüße, vielen Dank nochmal und ich werde dann mal schauen, wo ich das Windspiel dann noch aufhängen werde. Und dir wünsche ich auch noch, weil wir ein bisschen geschrieben haben, wünsche ich auch noch viel Erfolg auf ja, deinen Plänen und Vorhaben, die du auch in Richtung Permakultur und Selbstversorgung haben oder hast. Und sonst, wenn ich auch noch so ein bisschen rumüberlege, was habe ich noch alles gemacht? Ach ja, die Goji-Beeren zum Beispiel. Also mein Vater hat jetzt angefangen, an der anderen Seite von der Hauswand, an der Nordseite, wo es ein bisschen halbschattig beschattig ist, haben wir jetzt ein Spalier aufgebaut für die Goji-Beeren, weil es dann doch mehr so rankende oder größere Sträucher werden. Und da haben wir denen jetzt so ein entsprechendes Spalier aufgegeben, damit die halt da so ein bisschen rumklettern können und nicht so auf dem Boden liegen, weil ich bin oft immer auf die draufgetreten, wenn ich zum Kompost rüber wollte. Und da habe ich auch die Stecklinge von den Goji-Beeren, hatte ich 3 Stück, die habe ich da auch mit reingesetzt und da dürfen sie jetzt mal wachsen. Habe mich da schon ziemlich gut um sie gekümmert, werde da weiterhin organisches Material und Dauerhumus oder beziehungsweise Mulch damit reinarbeiten, damit die halt immer ja, kräftiger werden.
Eieiei. Schaut euch mal diese riesigen Wurzeln vom Staudensellerie an. Da muss ich dann wirklich mit der Grabgabel ran. Aber trotzdem, vielen Dank. Natur, Staudensellerie, yes! Langsam aber sicher werden natürlich auch die Tage kürzer. Es ist auch schon recht kühl geworden. Wir hatten auch schon mal Anfang Oktober, glaube ich, oder Ende September Nächte, da hat es nur 4 Grad. Also es wird kühler, es ist nicht mehr ganz so warm. Hier draußen, wo wir die Tomaten in Töpfen haben, da kann ich jetzt auch schon weniger erwarten. Es ist so ziemlich hier vorbei, bis auf da die Tomate, die ein bisschen geschützt ist. Aber sonst ist ja die Gurkensaison auch vorbei, selbst im Tunnel. Da habe ich jetzt alle Gurken abgeerntet und bei den Melonen ist es jetzt auch schon so ziemlich vorbei. Da habe ich jetzt auch hier an der Seite hier, habe ich dann das alles entfernt, das ganze Gurkengerüst, habe ein bisschen den Boden aufgelockert, mit der Grabgabel reingestochen, habe da auch wieder Verzehrer mit ausgesät und ein bisschen auch die Gurkenreste mit Mehltau und alles reingeworfen. Grundsätzlich sehe ich das halt so mit Braunfäule, Mehltau und alles Mögliche. Es ist ein Pilz, der ist für die Verrottung zuständig und ehrlich gesagt finde ich es immer wieder lustig, wenn die Leute sagen, ja, das musst du auf den Hausmüll werfen, bloß nicht auf den Kompost, sonst kommt der Pilz wieder und infiziert die neue Pflanze. Ich habe das jetzt immer so gemacht. Und das sind Pilze. Pilze, Bakterien und alles Mögliche haben die Aufgabe der Zersetzung und Verkompostierung. Das heißt, wenn eine Pflanze schwach ist, dann bekommt es diesen Pilz. Und die Sporen sind überall, die werden überall mit rumgebracht. Und wenn man sich das, was ich mal mir so bildlich vorstelle, ist, dass zum Beispiel solche Fliegen oder andere Tiere, das sind wie kleine Raumschiffe oder UFOs oder Flieger, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Und die transportieren überall diese Pilze, Bakterien, die Sporen, das wird überall mit rumgebracht. Selbst der Wind bringt alles Mögliche herum. Das Zeug, egal wo du es anbaust, wenn die Gurke zu schwach ist, hat die schlechten Bedingungen, wird nass, dann bekommt die Mehltau dort. Das wird sich kaum vermeiden, auch wenn dann in dem Boden ich da Blätter von Mehltau noch mit eingearbeitet hat. Das ist so meine Sichtweise, deswegen habe ich es da einfach reingeworfen und ein bisschen mehr Grüngut da noch mit rein und einfach einen vitalen Boden gesorgt, damit halt auch die Pflanzen kräftiger werden. Und das gleiche natürlich auch bei den Tomaten. Im Gewächshaus und im Folientunnel darf ich noch ein paar Tomaten ernten, da werden noch einige reif. Wird noch so bis wahrscheinlich Mitte Oktober noch anhalten, wenn nicht sogar bis Anfang November. Könnte sein, freut mich jedenfalls. Und dann geht es dann auch da unten auf dem Feld dann jedenfalls schon mal los mit den Aufräumarbeiten. Kann man wenig machen. Ich muss ja die Fläche unten verlassen. Unten wächst, da muss ich ja den Tunnel abbauen. Das andere lasse ich einfach stehen, weil wenn der Bagger kommt, dem ist es wurscht, ob da noch irgendwie ein Rosenkohl oder der Grünkohl irgendwie noch blüht oder die Sonnenblumen dastehen oder sowas. Der wird da einfach alles niedermähen oder niederfahren. Kann man nichts machen. Ist nicht an meinem Grundstück gewesen. Vielen Dank nochmal an den Bauherrn, falls Sie das sehen. Wenn überhaupt, vielen Dank dafür, dass Sie mir diese 2 Jahre sozusagen geschenkt haben. War wirklich eine wunderbare Zeit und wirklich schöne Erfahrungen. Vielen Dank. Ich werde weiterhin noch suchen nach einer angemessenen Grundstücksfläche. Vielleicht hier in Deutschland, vielleicht woanders in Europa. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel die Adria, da habe ich auch schon mal ein paar Bilder gesehen. Dann in dem Gebiet ist wirklich sehr schön. Also ist wirklich sehr schön, dieser mediterrane Bereich. Also Kroatien oder so. Vielleicht ergibt sich da irgendwas oder so. Mal schauen. Ich bin offen für alles Mögliche. Und da zeigt sich, was die Zeit so kommt. Aber ich möchte es einfach ruhig und gelassen etwas angehen. Habe mich auch jetzt ein bisschen zurückgenommen, auch jetzt mit dem Videoschneiden. Und möchte auch die Gartenarbeit nicht mehr so hektisch angehen. Ich beobachte jetzt einfach die Tiere, zum Beispiel im Gewächshaus.
weil ich da mal ein bisschen die Tomaten ernte oder auch die Paprikas und Chilis, wenn ich da so ein bisschen rumschaue jeden Tag und vielleicht auch nochmal ja, ein paar Samen nehme von den Paprikas oder auch von den Chilis, dann habe ich auch mal, da haben wir ja ein Wespennest. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch da sind. Jedenfalls, da war ein Wespennest und ich habe die einfach mal beobachtet für 10 Minuten und ich fand das halt sehr interessant, wie die Wespen sich so verhalten und es ist auch grundsätzlich so, dass die Wespen nicht böse sind. Auch wenn die Leute sagen, ja, beim Essen haben sie mich so gestört, die ganzen Wespen und ja, ich habe hier Melonen gegessen noch und da hatte ich 10, 12 Wespen, sogar Bienen waren dabei, die waren an meinem Mund, die waren auf meinem Löffel, ich habe sie einfach immer ruhig weggetan, die haben mich nicht gestochen. Einmal hat mich eine Wespe gestochen, weil ich unachtsam war und ich sie beim Eimer ist sie rangeklettert und dann habe ich sie da angefasst und halt hat sie mich gestochen. Aber grundsätzlich, Wespen sind nicht böse, sind auch keine Arschlöcher oder sowas, die haben ihren Grund, die sind, haben ihren Sinn und Zweck und gehören auch zum Teil hier dieser wunderbaren Welt, wie wir auch. Und es ist nicht schlimm, wenn die meinem beim Essen sind, einfach ruhig bleiben immer. Einfach ruhig bleiben, wenn man nicht hektisch ist, dann werden sie auch nicht aggressiv. Und das gleiche geht auch für die Kohlweißling. Ich habe jetzt auch welchen bekommen, am Grünkohl und am Rosenkohl, was für mich jetzt nicht so schlimm ist, aber ich habe den Kohlweißling halt gerne beobachtet. Also für 10 Minuten habe ich den einfach mal, da war zum Beispiel auf einer Buschbohne und da habe ich ihn halt gesehen, wie er gekrabbelt ist und immer so über die Blätter hinaus ist er halt so rausgekrabbelt. Und dann hat er so seinen, ist 50% von seinem Körper sind so rausgelaufen, hat sich so umgeschaut, wo kann er sich weiter absetzen. Und dann sind wir zurückgegangen, wenn es dann nicht geklappt hat. Und wenn ich ihm mal so ein Blatt hingehalten habe, dann ist er da weitergegangen. Und das war wirklich, ja, schönes, ja, war wirklich ein schönes Erlebnis. Da habe ich einfach die Raupe sein lassen, habe die Kohlweißlinge auch dort beim Kohl gelassen, beziehungsweise beim Rosenkohl. Also grundsätzlich beim Rosenkohl sind die Blätter ja egal. Wir ernten die ja wegen den Rosetten. Und die fangen ja erst an, diese Sorte. Der Grünkohl genauso. Die sind jetzt auch wieder alle verschwunden, verpuppen sich irgendwo oder so. Die Wespen sind gekommen da. Schlupfwespen helfen natürlich auch gegen Kohlweißling. Das natürliche Gleichgewicht. Aber wenn die mal das zerfressen, der Grünkohl, der kommt wieder. Bis zum Frühjahr kannst du den dann durchernten, bis der seine selbst in die Blüte geht. Genauso wie beim Rosenkohl. Die sind ja winterhart und die wachsen halt dann weiter. Ist ja nicht schlimm, wenn der Kohlweißling dann da ist. Also wenn. Das ist halt auch wieder Teil der Natur und wir müssen halt nicht so perfektionistisch denken, halt auch, dass ja, wenn ich was auf anbaue, dann gehört alles mir, ich möchte es perfekt haben oder so. Nein, da stellt uns mal die Natur wirklich einen Strich durch die Rechnung und es ist auch wirklich genug für alle da. Und ich finde es halt nicht schlimm, den Kohlweißling. Ich finde den wirklich nicht schlimm. Wenn er halt da ist, dann ist er halt da. Dann nimmt man halt so Opferpflanzen wie Kohlrabi habe ich mal gelesen, dass die Leute das nehmen. Dann geht er zum Kohlrabi hin, sammelst die halt ab und tust den zum Kohlrabi oder den Kohlweißling kannst du auch absammeln. Habe ich auch gemacht. Habe ein paar wirsingrose Blätter genommen und ihn irgendwo in die Ecke hingelegt. Da kann er sich da vollfressen, verpuppen und weiter seine Population aufbauen. Was man auch machen kann, ist Kapuzinerkresse anbauen. Da geht er auch ganz gerne hin. Das nenne ich mal Kooperation mit der Gemeinde. Ein riesen fetter Totholz haben sie mir gebracht und das werde ich jetzt nutzen, um das ein bisschen zu häckseln, als Mulch für die Bäumchen zum Beispiel, aber auch als Totholzhecke werde ich das dann nutzen, um beziehungsweise dann aufzubauen, um halt Insekten und Käfer ja, anzusiedeln. Aber freut mich wirklich sehr, die können mir da noch viel mehr Hänger noch bringen. Früher, als ich noch ein kleiner Junge war, hat man immer gesagt, Erdbeeren gibt es nur in Juni in Deutschland zur Hauptsaison. Aber wir haben jetzt Mitte September und beziehungsweise schon Ende September und zwischen dem Aronia-Baum hier kann man es ganz klar erkennen. Eine rote Erdbeere, die noch reift. Mann, ist das super. Sorte kenne ich zwar nicht mehr. Habe von meinem Freund mal geschenkt bekommen, die Pflanze. Und wir
Und jetzt hier schön die Ableger züchten bzw. pflegen. Und ist doch immer wieder schön, so ziemlich das ganze Jahr immer irgendwelche Beeren zu ernten. Das hier ist jetzt einer meiner letzten Melonen. Das ist wieder die Moon and Stars. Und wir haben jetzt Oktober, also Anfang Oktober. Und das ist wirklich einer der größten Melonen, die ich jetzt hier in dem Hochbeet ernten durfte. Bestimmt 3 Kilo. Und das ist eine sehr schöne Melone. Moon and Stars. Eine Feige an der Feige Ronde Bordeaux. Eine Feige. Und zum Abschluss des Videos noch ganz kurz, hat man jetzt immer weniger draußen zu tun, was ich jetzt gerne mache, weil jetzt auch die Zeit dazu ist. Wenn ich dann noch die Himbeeren fertig geerntet habe, da sind noch bei der Herbsthimbeere sind noch was, da kann man zum Beispiel einen Rückschnitt machen. Und was ich auch gemacht habe, ist meine Trauben zurückgeschnitten, ein bisschen weiter auch fertig geerntet habe. Und den Rosmarin, den habe ich jetzt mehr oder weniger nicht zurückgeschnitten. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist einfach, weil von den Trauben und von den Rosmarin habe ich Stecklinge gemacht, beziehungsweise Stecklinge geschnitten, also einfach, dass man 10 bis 15 cm von einem einjährigen Trieb abschneidet, am besten schräg, also an beiden Seiten schräg, damit halt, wenn das Wasser kommt, dass dann nicht stehen bleibt und schimmelt oder sowas, und den einfach in Erde versenkt und schauen, ob die anwurzeln. Ganz einfache Stecklingsvermehrung, einfach ausprobieren, und das habe ich mit meinen Trauben gemacht und das habe ich auch mit den Rosmarinen gemacht. Und sonst ist für mich auch die Zeit, anderen Hobbys nachzugehen, wie zum Beispiel hier die Bäumchen und Pflänzchen aus Samen zu ziehen. Aber das sind so die momentanen Aufgaben, die ich jetzt hier so im Herbst habe, im Oktober. Macht Spaß, werde jetzt auch weitermachen mit dem Umgraben und die Wildblumenwiese, das alles zusammenzurechnen und als Mulch zu nutzen. Und sonst wünsche ich euch natürlich auch angenehme und entspannte Tage. Genießt einfach die schöne Zeit. Jetzt noch im Oktober ist es noch einigermaßen warm, kann man noch einiges machen. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und da bleibt ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn ich ein neues Video hier beim Peace-Projekt hochlade. Einfach so die kleine Doku-Reihe mitverfolgen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir um ein Projekt erzählt, damit der Kanal sich immer weiter aufbaut und ja, damit immer mehr Leute ein bisschen näher zur Natur kommen. Genau. Sonst findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung, damit ich auch natürlich weiterhin das Projekt für euch am Laufen halten kann. Und schließlich mache ich das so Vollzeit. Nicht wahnsinniger, aber macht ja Spaß. Und sonst in diesem Sinne wünsche ich euch einfach noch viel Erfolg und viel Spaß bei euch im Garten. Genießt einfach die Tiere. Bei mir im Hochbeet ist jetzt eine kleine Maus. Nimmt diese Geräusche wahr. Nimmt sie aber auch nicht nur als Maus oder als Maushaus. Das sind natürlich mehr als das, mehr als diese Begriffe. Das sind wunderbare Wesen, genauso wie die Vögel. Und genießt einfach die wunderbare Zeit. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin.